willkommen zu einer neuen Runde Games Pickups. Ich hätte ganz ehrlich gesagt eher ein Video machen sollen, weil es hat sich so viel angesammelt an Game Stuff, dass es passt eigentlich nicht mal in dieses Video rein. Das ist so viel. Aber ich fange gleich an, euch all den Kram zu zeigen, der in den letzten Monaten dazu gekommen ist, nach dem Intro. Es ist von allem etwas dabei und ich habe sogar schon noch ausgegliedert die Sachen, weil ich so ein paar Retro-Sachen, die mache ich wieder etwas separat besprechen, aber hier ist auch Retro-Stuff, aktuelles Stuff, alles mögliche dabei und auch einige Sachen, die ich sozusagen einschieben muss, weil ich ja die hier nicht hinkriege, keinen Platz habe momentan, aber auch sie dann genauer zeigen möchte, denn das, was ich jetzt hier habe, ich habe einiges an Special Edition hier, wo ich euch jetzt nur rein die Box zeige und dann detailliert, ja, mit dem Einschieber sozusagen, euch die Sachen detaillierter zeige. So, das am Rande gesagt. Also, womit fange ich an? Was hat uns erreicht? Ich muss euch sagen, auch ich habe auch teilweise nicht alle Preise drauf, weil vieles ist normalpreisig gewesen, bei den Collection, Spy Strictly Limited, Limited Run ist einiges gekommen und ja, und mehr eigentlich. Ja, ich fange an mit zwei Büchern, die mein Bruder mitgenommen hat oder gekauft hat bei eBay. Waren aber auch, glaube ich, um die 30 Euro, also das Stück oder bis zu, ich weiß es nicht genau, weil die wollte mein Bruder ganz gerne haben, weil er auch die Spiele hat und nochmal spielen wollte. Es geht um zwei Lösungsbücher und zwar einmal hier das Buch zu Kingdom Hearts. Das offizielle Lösungsbuch haben wir hier. Ist noch in der Schutztüte und hier habe ich auch noch mal Kingdom Hearts 2 Lösungsbuch. Ihr seht, das sind ganze Brecher und da ist alles drin erklärt, die ganzen Locations, wo die ganzen Extras sind und ich finde auch das Artwork großartig. Ja, die Lösungsbücher fehlten meinem Bruder und irgendwie hat er dann beim zufälligen Suchen bei eBay die entdeckt und dann hat er sie mitgenommen. Ich weiß nicht, so bis, ich glaube 30, 40 Euro gesamt bezahlt, also das geht eigentlich alles. Ja. So, und da ich den Kleinkram leichter hinstellen kann und nicht umgekehrt, muss ich erstmal mit den Special Editions anfangen. Und zwar den Anfang machen zwei Special Editions von Limited Run. Absolute Kult Games sind im Endeffekt Wiederauflagen von Klassikern, aber mussten in die Sammlung. Knights of the Old Republic. Ja, der Klassiker schlechthin, hier ganz simpel, Laufschrift und ihr seht, noch sealed ist jetzt das in diesem Moment und mit dem Beispiel fange ich an, wenn es inzwischen ausgepackt wird, wird zwischendurch dann entsprechend immer das entsprechende Bildmaterial, sei es ein Film oder Foto, eingeblendet. Ja, zu Knights of Republic Teil, Quatsch, ja, muss das, haben wir auch noch diesen Teil für die Switch. Das ist komplett die Komplett-Edition hier in dieser großartigen Edition, auch von Strictly Limited. Cool. Die musste auch irgendwie sein. Macht sie auch richtig gut. Und dazu gab es zwei Karten. Und zwar einmal hier diese Limited Run Karte. Und diese mit dem coolen Cover. Ja, absolut kultig. Ja. Die nächsten Special Editions. Und ich habe jetzt nicht den Platz, das einzeln auszunehmen. Ihr seht schon, Starfield. Alles richtig, ist großartig. Mein Bruder spielt das Spiel gerade. Ist manchmal ein persönliches Spiel, ist nicht ein Spiel für mich, aber oder eins, was mich jetzt reizt. Aber mein Bruder ist da schon 60 Stunden dabei. So, absolute klassische, ja, Edition, kann man so sagen. Sehr viel Extras, eine geile Uhr ist da drin, die zeige ich euch, wie gesagt, habe ich euch vielleicht sogar schon gezeigt in den Bildern, die ich dazwischen reingeschnitten habe. Richtig cool. Ja, und richtig cool ist auch das Teil, was ich jetzt da habe, was ich jetzt nochmal hochhole. Eine mega Special Edition, wo wir echt fast 2-3 Jahre drauf gewartet haben, weil die Statue dazu nicht lieferbar war. Ich hebe es hoch, anders kann ich es nicht. Ein absoluter Brecher. Es geht um die Turricane Ultra Collectors Edition. Wahnsinnig geiles Teil.
Ja, und weitere Special Editions habe ich noch, die hier keinen Platz gefunden haben. Die werden sozusagen jetzt separat in meinem extra Video behandelt. Oder extra Video ist falsch gesagt, sondern ein Einschub. Ne? Und zwar neu in die Sammlung gekommen ist noch das neue Zelda. Und die Special Edition von Star Wars Jedi Survivor, die Fortsetzung von Jedi Fallen Order. Das ist jetzt hier die deutsche PlayStation 5 Version. Die Special Edition ist bei Limited Run auch erschienen und ja, hatte das englische Spiel dabei, das US-Spiel, das hat mein Bruder ausgetauscht mit der Edition. Und diese Special Edition, die ist auch richtig großartig. Als nächstes habe ich hier einen Amiibo oder ein Doppel-Amiibo, kann man so sagen, für euch. Und zwar Pyra und Mythra. Richtig gelungene Figuren. Richtig cool. Machen sich richtig gut. Und werden bei uns ja auch gesammelt. Also richtig cooles Zeug. Ja, ich schiele immer auf das, was ich hier noch liegen habe, weil es ist doch im Endeffekt so viel, ohne dass ich weiß, wie ich das hier unterbringen soll. Aber egal, ich zeige euch das. Das wird auch alles gespielt. Keine Panik. Ein, zwei Sachen sind sogar schon durchgespielt, wo ihr das Video seht, weil ich einfach nicht zum Aufnehmen kam. Also wie gesagt, das wird gerade aktuell auch gespielt. Das haben wir reingespielt in die ganzen Sachen. Und Knights of the Old Republic ist jetzt eine Sache, was noch auf der Liste steht. Das ist früher gespielt worden. Das sind ja auch Neuauflagen. Das Jedi Fallen Order oder Survivor ist auch auf der Liste noch. Weil wir haben da abgewartet. Am Anfang war es sehr buggig und ja, das musste erstmal kommen. So. Und ein Spiel, was wir durchgespielt haben, was ich auch hier in einer richtig coolen Collector's Edition habe, oder Deluxe Edition, ist Final Fantasy 16. Hier in einer Deluxe Edition, das zeige ich euch auch schön in Bildern, richtig cool. Das Spiel haben wir durchgespielt. Machte sich auch richtig gut. Also wir haben ja, und eigentlich auch wegen der Geschichte, die war richtig gut erzählt, das ist ein bisschen linear. Der Rollenspielfaktor ist sehr vereinfacht, also Rollenspiel oder so ist kein Vergleich, zum Beispiel Final Fantasy Remake von 7 Remake hat wesentlich mehr Rollenspielelemente und wesentlich mehr Upgrading, wesentlich mehr Grinding. Das ist alles ein bisschen zurückgefahren hier für diese Edition, erzählt dafür aber eine sehr tolle Geschichte, spannend und ja, wirklich gut gemacht. Es kommt so ganz leicht in so ein bisschen ja, gummierten Box an, eben halt mit ja, ein paar schönen Sachen wie ein Steelbook. Auf jeden Fall richtig cool. Und auch cool war, das kann ich zeige euch dann auch separat in Bildern, etwas, was ich vom lieben Saro bekommen habe. Das, da hatte ich einen Deal mit dem lieben Saro. Und da haben wir ein paar Sachen ausgetauscht, okay, nicht getauscht, ein paar Sachen habe ich mir abgenommen und da habe ich auch bekommen von ihm. Das ist das ja, Vorbesteller-Gimmick sozusagen mit ein paar Karten, Postern zu dem mit den Hauptcharakteren. Richtig schick und hat das Cover und eben halt ist so ein Bonusteil. Das macht sich gut für die Sammlung. Gerade wenn man solche Final Fantasy-Spiele sammelt, dann passt das ganz gut, diese als Pre-Order-Bonus oder so. Ja, dann zeige ich auch gleich die Sachen von dem Saro, das sind ein paar ältere Sachen auch dazu, die wir eben halt im Deal hatten. Das sind noch zwei weitere Games und ein Steelbook. Das Steelbook hier
war, glaube ich, von Modern, ja genau, Call of Duty Modern Warfare 2. Das war auch so ein Vorbesteller oder Teil, was man als mitbekam beim Mediamarkt. Richtig gut. Und dann gab es zwei Klassiker, beziehungsweise ja, Klassiker kann man schon sagen. Für die Sammlung in Box in einem recht guten Zustand, The Lost Vikings für Super Nintendo. Das ist jetzt hier in einer schönen Schutzhülle. Macht sie auch richtig gut in der Sammlung. Und etwas, was uns noch fehlte, weil sonst haben wir fast alle davon komplett. Und es ist etwas schwerer zu finden, der Titel Professor Layton Views as Phoenix Wright. Auch hier den Game Boy DS, 3DS. Und kommt dann auch mit so einem kleinen Handbuch. Alles drin, richtig cool. Und das macht sich natürlich auch richtig gut. Ja, richtig gut machen sich auch die anderen Titel, die ich jetzt hier habe. Und es kommen noch echt Special Editions ohne Ende. Ich habe hier ein Fantasy-Spiel und wie gesagt, mein Bruder hat überall reingespielt teilweise und auch ein bisschen angespielt, durchgespielt, muss man zu sagen, ist natürlich ein bisschen schwierig. The Diofield Chronicle, auch ein Rollenspiel, ist hinzugekommen. Hier für die Switch, die Remakes von Advance Wars 1 und 2, Reboot Camp, das ist so ein Strategiespiel, was glaube ich mal auf dem Game Boy Advance draußen war und für andere Konsolen auch. Oder andere Handhelds von Nintendo ist jetzt wunderbar rausgekommen. In diesem Zusammenhang mache ich erstmal weitere Switch-Spiele zeigen, die gerade kommen. Zwei ganz aktuelle Button Kaitos 1 und 2 HD Remaster. Ist noch sealed, das wird auch angespielt, aber dem Zeitpunkt, wo es kommt, ist es gerade neu gekommen. Genauso wie Pikmin 1 und 2 Remake für die Switch auch recht neu. So, weiter auch für die Switch, dann bleiben wir auch bei dem Ganzen, haben wir uns, das haben wir auch noch nicht gespielt, und zwar Bayonetta, Ceresia and the Lost Demon, für die Switch. Wir haben uns hier die Otto-Versand-Edition gekauft, die Via Otto-Versand. Es gab zwei Editionen über Mediamarkt mit einem Steelbook, wir haben uns aber gegen das Steelbook entschieden, auch wenn es vielleicht auch recht schick ist, und zwar haben wir uns das diese Otto-Versand-Version kam mit Notizbuch. Also das ist wirklich leer, man könnte das vollschreiben, aber es hat auch wunderschöne Artworks drin. Also, und das fanden wir etwas seltener und eher das Steelbook würde man, glaube ich, durch Mediamarkt etwas eher besser finden. Ich glaube, Mediamarkt war es, wenn man online bestellt hat. Und dieses Büchlein, haben wir uns gedacht, ist dann etwas besser. Ja, macht sich besser einfach. Gut. Weiter geht's dann mit echt coolen Sachen, die wir noch haben. Zu den Special Editions werde ich dann, wenn die ausgepackt sind, wenn ich Bilder habe, auf jeden Fall noch zusätzliche Sachen einblenden, wie hier von, oh, ich glaube, das war NIS, von NIS America und so, oder England, UK, haben wir einige Spiele bestellt, was Special Editions, wie jetzt hier R-Type Final 3 Evolved. Auch ein paar Extras dabei, wie jetzt meistens Soundtrack, das Spiel und so ein paar Goodies. Richtig cool. Auch von NIS ist Trials into Reverie von The Legend of Heroes. Richtig schöne Edition. Kann sein, dass ich euch ein, zwei vielleicht schon mal gezeigt habe. Ich bin mir da nicht mal so sicher. Es war so viel, dass ich dann das auch ein bisschen, dass ich den Überblick ganz ehrlich kurz verloren habe. Genau. So, die nächste Special Editions, auch von NIS müsste das gewesen sein, genau, ist Labyrinth of Galleria, The Moon Society. Oh, genau, auch eine richtig schöne Box. Mein Bruder steht völlig auf NIS und kauft sich ganz gerne diese Special Editions. Sind viele Rollenspiele und so weiter, die eigentlich sonst nur Japan-only waren. Und die machen sich auch richtig gut. Ihr seht, es ist so fast von voll. Das ist ganz schwer wird, euch überhaupt all das richtig zu zeigen. Genau. Und weiter geht's mit Special Editions, die wir ja noch haben. Hier auch reingekommen von NIS ist, wie heißt das hier? The Legend of Nayuta Boundless Trails. Hier in so einem Holo-Box, eine richtige Holo-Box, richtig cool gemacht. Ist gar nicht so einfach, das euch zu zeigen mit den verschiedenen Motiven. Hier ist nur Logo, aber hinten, wie gesagt, ein bewegendes Bild. Ich hoffe, das kann man sehen. Und hier auch so ein bisschen. Also richtig cool. Hat man nicht alle Tage diese solche Edition.
Genau, dann gab es dann noch ein Spiel, genau. Hier auch von The Legend of Heroes, Trails to Azure. Auch so eine richtig schöne NIS von NIS, die Box, richtig cool. Und ein Spiel noch von Limited Run für die Switch, die uns erreicht hat. Wally's The Phantasm Soldier Collection. Das sind klassische Spiele, die, ich weiß gar nicht für welche Konsole, die früher waren, ich glaube PlayStation oder Super Nintendo oder so, teilweise auch in Japan nur, richtig cool. Das sind drei Spiele, die auf jeden Fall da waren. Und hier ist noch ein Poster dabei, ein Soundtrack, ein Pinset. Schlüsselanhänger, Artcards, richtig cool. Ja, Mensch, es ist doch eine Masse, das ist Wahnsinn. Ne? Wenn man bedenkt, die ganzen Collections und so weiter, das ist ja schon richtig cool, was es da gab. Ja, und dann kamen noch PlayStation 5 Games, genau, die dazu kamen. So, hier zum Beispiel ein Spiel, was mein Bruder von seinem früheren Arbeitgeber auch bekommen hat. In einer Sonderedition, weil das Cover ist, glaube ich, nur über die Website damals bestellbar. Und zwar von Deck 13, das Spiel Atlas Fallen. Auch so ein bisschen Open World, wo man sozusagen auch ein bisschen Aufbau, wo man gegen gigantische Monster kämpft. So ein bisschen auch so ein Souls-like-Spiel, kann man sagen. Auch nicht schlecht gemacht. Steuerung war hier ein bisschen hakelig, aber mein Bruder ist dann auch richtig schön schon reingespielt. Dann für die Sammlung eigentlich auch, weil wir haben es glaube ich schon mal gehabt, aber er hat jetzt das für die PlayStation 5 gekauft. Far Cry 6 Ultimate Edition mit allem drum und dran. Ist auch noch, ist schon geöffnet, aber ja, muss noch gespielt werden. Genauso wie Day One Edition Callisto Protocol muss auch noch gespielt werden. Kam er noch nicht zu. Ja, ein Spiel, was auch recht cool ist, auch etwas älteres, jetzt in dem Sinne eine neue Version, Tactic Ogre Reborn, auch ein Strategie-Fantasy-Spiel. Mein Bruder steht ja voll auf Fantasy, fand es richtig gut. Und ein Spiel, was auch ein bisschen Mittelalter-Fantasy ist, aber eine Serie, die wir spielen, obwohl wir jetzt mit einem anderen Teil erstmal noch anfangen. Wir haben noch einige vor uns, deswegen ist der noch nicht sofort auf der Liste. Like a Dragon Ishin. Sozusagen die Originaltitel von der Yakuza-Reihe. Wir fangen jetzt an mit Yakuza 1, dem Remake sozusagen oder dem Remaster, um die Serie-Geschichte ein bisschen komplett mal zu erleben. Wir haben angefangen sonst mit Like a Dragon, was richtig gut war mit Ichiban. Also da haben wir uns richtig begeistert. Und die Ablegerserie Judgment kann ich auch nur empfehlen. Ishin ist die so eine Art in der Samurai-Ära-Geschichte, richtig cool. Kann man auch separat spielen, also es ist ja unabhängig, aber wir haben uns erstmal gesagt, wir nehmen einen Teil und der ist recht umfangreich, so dass es natürlich eine gewisse Zeit benötigt, das durchzuspielen. Oh, Manometer, was sind das alles für Spiele? Ich bin völlig begeistert, weil es richtig kultige Spiele sind, richtig coole Editionen, also alles mega. Ja. Dann auch nochmal ein PlayStation 4 Spiel, musste auch in die Sammlung, ist auch mittlerweile schon richtig teuer gehandelt. Final Fantasy Collection 1 bis 6. Kann sein, dass ich das schon mal gezeigt habe, bin ich nicht mal sehr sicher. Auch richtig cool sind sozusagen die Klassiker, die schon mal ein bisschen leicht remastered wurden, ein bisschen mit aktualisierter Grafik und ein bisschen arrangiert. Das neue Soundtrack steht ja auch hier hinten drauf und ein bisschen mehr Übersichten, so, man hat das Gameplay ein bisschen angepasst dem aktuellen Konsolen, so dass man das auch richtig spielen kann, aber es ist die alte Geschichte, der Final Fantasy Geschichte, wie gesagt, Final Fantasy 1 bis 6, die waren wirklich noch ganz klassisch. 1 hat mein Bruder schon durchgespielt, bei 2 ist er jetzt nebenbei dabei und ja, machen sehr viel Spaß, kann man wirklich sagen. Ich schaue immer mal ein bisschen nebenbei rein. So. Und auch wenn jetzt hier ich immer von meinem Bruder rede, ja, das meiste ist wirklich mein Bruder, auch wenn wir gemeinsam diese ganzen Games ein bisschen zocken und immer gemeinsam Zeit damit verbringen, wie jetzt auch bei Final Fantasy 16, was wir komplett zusammen gespielt haben. Spielen gerne zusammen oder man wechselt sich ein bisschen ab, aber man erlebt das eben halt alles gemeinsam.
Trotzdem, das hat mein Bruder gekauft, aber ich habe auch ein paar Sachen gekauft. Ich habe auch ein paar Games gekauft. Den Anfang macht aber kein Kauf, sondern ein Geschenk. Nach einem Flohmarktkauf. Und zwar hatte ich mir auf dem Flohmarkt zugelegt die PlayStation 1 Demo 1 Start. Eine sehr schöne Hülle und auch die Promo. Aber ich wunderte mich, ob die da drin war, weiß ich ja nicht, weil das kann mir auch nicht 100% jeder sagen, aber ich dachte, die gehörte dazu, ist die Autumn Christmas Promo, die Weihnachts-Herbst-Demo. Und hier steht ja Demo 1 diese, oder Demo 1 und die sollte nicht drin sein. Hier steht auch übrigens Europe. Es gibt verschiedene Editionen. Es gibt auch Germany. Dann ist das in einem Pappschuber. Und ich habe jetzt diese Edition Europe. Auch wenn hier hinten ist unser Piggy-Logo. Es ist recht interessant, das alles rauszufinden. Und dann hatte ich in meinem Forum eben halt rumgehört und so weiter. Und da meinte einer, du, ich habe die Promos doppelt, kannst geschenkt haben vom lieben Chris. Lieben Dank, Chris. Ich grüße dich an dieser Stelle und bedanke mich. Und gegen Porto hat er mir dann die Promo zugeschickt, die angeblich da reingehört. Und zwar hier die Demo 1. Die sieht dann so aus. Ausprobiert habe ich sie noch nicht. Ist im bespielten Zustand, aber funktioniert. Dennoch werde ich sie wohl schleifen lassen. Ich habe einen Freund von mir, der mich bald besucht, der liebe Manuel. Der hat eine Schleifmaschine und der wird sie wohl für mich schleifen. Er war aber so großzügig, dass er mir noch eine zweite Demo One reingelegt hat. Ich dachte erst, okay, zweimal dieselbe. Nein, das ist nicht dieselbe. Wenn ihr genau hinguckt, hier seht ihr UK Europe stehen und hier steht German. Das ist die andere. Das ist die sozusagen im Pappschuber. Somit habe ich beide Demos zusammen und ich mag ja ganz gern Demos und Promos, das wisst ihr mittlerweile. Ich versuche es auf Flohmärkten zu finden. Ich behalte nicht alle, aber ich gucke gerne danach und was mich reizt, das nehme ich mit. Und das hat mich jetzt sehr gereizt und ich, ja, habe ich mir sozusagen dann auch zugelegt. Ja, zugelegt habe ich mir auch ein Spiel. Ich habe, glaube ich, 20 Euro bezahlt. Das ist auch schon ein bisschen herabgesetzt gewesen für die PlayStation 4. Es ist für mich noch zielt. Aber ich bin ja ein großer Manga-Fan und ich musste dieses Dragon Ball Spiel von oder Dragon Ball The Breakers, die Special Edition, haben. Hat 20 Euro gekostet. Habe ich noch, wie gesagt, noch nicht gespielt von Bandai Namco. Aber es ist ein Spiel, was ich mir mal gekauft habe. Genauso wie ich, das war jetzt gerade letztens, als wir im Kino waren. Da habe ich so ein Second-Hand-Kaufhaus gesehen. Und ich bin da einfach schnell mal rein, bin die Games durchgegangen und habe ich zwei PlayStation 3 Spiele gesehen, die ich in der Edition wohl noch nicht habe, für Stück 2,50 Euro, also meint 5 Euro, beide zusammen sind auch komplett. Und zwar einmal The Evil Within. Da ist auch nicht wirklich viel, das gibt kein dickes Handbuch da. Alles sehr schön, war ein paar Fingerabdrücke drauf, aber das habe ich gereinigt. Hier hinten merke ich gerade, ist noch Dreck dran oben. Da, das muss ich noch sauber machen, obwohl ich habe schon sauber gemacht, aber das hat sich wohl nicht gelöst mit. Habe ich auch übersehen. Ja, gut, wird gleich bereinigt. Und ein Spiel, was man nicht so oft sieht, aber habe ich dann mitgenommen. Ich glaube, ich habe nur die Xbox-Fassung, aber deswegen habe ich aber gedacht, nimm mal mit, ob es besser ist, werde ich dann sehen. Aber Lost Planet 2 von Capcom. Auch eine Spielereihe, die gerade Teil 1 und 2 richtig gut sind. Mit vielen guten Ideen und schade, dass die auch nicht weiter fortgesetzt wurde von Capcom. Ja. Das war die ganze Spielewelt. Ich habe es jetzt wahrscheinlich ein bisschen schneller erzählt hier, aber ich habe auch werde auch wohl viel einblenden mit dem Ganzen, was da alles so Cooles dabei ist. Gerade die Special Editions, das sind einfach Wahnsinn. Wir haben jetzt 3 Jahre mindestens auf die Turrican Edition gewartet. Das ist schon Hammer. Das soll es jetzt gewesen sein. Ja. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Hinterlasst ein Abo, ein Like, einen Kommentar. Aktiviert die Glocke, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und ja, kommentiert, lasst uns sprechen, was war euer Highlight, was ist hier, was fandet ihr geil und habe ich etwas vielleicht nicht gut genug gezeigt, lasst es mich wissen, wir nehmen das nochmal auseinander, vielleicht zeige ich euch das nochmal einzeln, sagt es von mir, sagt es, einiges davon werde ich auf meiner Instagram-Seite zeigen, es ist so viel, dass ich nicht alles gleichzeitig schaffe, es wird immer von Zeit zu Zeit was kommen, Link unten auch in der Videobeschreibung. Ansonsten, wir hören und sehen uns das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen, tschüss! We'll be right back.